Ja, hallihallo und damit heiße ich euch recht herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Omni 2, der Omnibus Simulator. Ja, wie ihr es wahrscheinlich schon hört, Verzeihung, neues Mikrofon ist am Start. Ob man es glaubt oder nicht, es handelt sich tatsächlich um ein neues Mikrofon, ja. Egal. Kommen wir zu unserer heutigen Omsi-Geschichte. Wir stehen hier mit einem Mercedes-Benz Citaro Euro 2 in einer OM906 HLA, Zweitürer Mobitec Anzeigenversion. Bereit, um die Linie 6 zu fahren. Das Maria Loreto. Wollte ich tatsächlich nicht. Auf jeden Fall fahren wir, wie die Ansage... okay. Ansage gerade schon gesagt hat, von Maria Loreto Richtung Osvobenzi. Ja, kann sein, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Und wieder zurück von Osvobenzi nach Maria Loreto. Und genau. Wir haben jetzt noch 21 Minuten. Da stelle ich mal die Zeit ein bisschen vor. So auf 28, das sollte, denke ich mal, reichen. Wir müssen ja auch noch rumfahren. Hau ich mal die Tür zu. So. Dann fahren wir mal rum. Natürlich musst du jetzt durch meinen Bus laufen. Ich habe mich für die Void-Version entschieden. Glaube ich. Das müsste die Void-Version sein. Die Void-Version. Bei der Testaufnahme hatte ich nämlich die ZF-Version. Servus. Und hatte aber die Standardanzeige drin. Also die Flip-Dot. Und ich wollte ja mit der Mobitec fahren, also mit der LED. Ja, habe ich ein bisschen versaut. Aber. Egal, wie lange haben wir denn noch? 20 Sekunden. Willst du noch mit? Okay. Ja, dann fahren wir mal los, ne? War schon richtig so. Cheb Nadrashi. Interessant. So, aber wir wollen ja was von der Fahrt sehen. Na, Rasi.
deswegen mal ganz fix nach vorne. Ich muss auch ganz fix mal das Rollo hier runter machen. Sonst sehe ich gleich wieder nichts. Ja, ich fahre die Linie in meiner... Boah, ihr könnt gleich alle aussteigen und zu Fuß gehen, Mädels. Also wirklich, passen Sie mal auf. Ich sag ja, ihr könnt gleich alle zu Fuß gehen. Auf jeden Fall fahre ich die Linie in meiner Freizeit ziemlich gerne. Wir haben 13 Grad hier drinne und 18 sollen es werden. Entspann dich mal. Ja, ich finde die Linie sehr cool. Also wirklich, passen Sie mal auf. Ich geb dir gleich, passen Sie mal auf. Sie ist zwar ziemlich eng. Aber es macht Spaß. Ich war als erstes am Überlegen, mit was ich hier für einen Bus fahre. Dann habe ich mich für den Euro 2 Citaro entschieden. Und ich finde doch, dass der hier ziemlich gut hinpasst. Hier fängt's jetzt richtig an, eng zu werden. Aber da ich um sie ja so oder so ohne Kollision fahre, weil mir die KI dafür zu unreif ist, kann ich gerne mal das ein oder andere Auto mitnehmen. Ist natürlich trotzdem nicht so schön, aber was will man machen, ne? Gesundheit. Ja, die Linie 6, also die Linie, die wir hier ja gerade fahren auf Krummlab 2019 übrigens, falls ich es noch nicht erwähnt habe, ist quasi eine Ringlinie. Hallo, hallo, hallo. Die, ich sag jetzt mal, das etwas dorfige oder das Landleben hier in Tschechien halt mit Deutschland verbindet, eben über zwei Linien, einmal über die 6 und die 6295, die von der DB Ostbayern Bus bedient wird. So
soweit ich das gelesen habe. Oder nur von der DB, ich weiß es nicht. Als ich die README gelesen habe. Schon ein bisschen länger her. Und ja. Morgen. So, 40 Sekunden haben wir noch. Aber die schenken wir uns jetzt mal. Weil es hier wieder ein bisschen enger wird. Und ja. Das nimmt doch schon ein bisschen mehr Zeit in Anspruch, sich hier durchzuschlängeln. Aber jetzt geht's gerade. Nein, Mann, ich habe meinen Führerschein nicht gewonnen. Oder wer auch immer das gesagt hat. Also wirklich, passen Sie mal auf. Hallo. War doch nur eine sanfte Bremsung. Morgen. Und jetzt kommt der gute Teil. Hier kann ich mich jetzt ja quasi runterrollen lassen. Muss aber aufpassen, dass ich rechts nicht gegen die Mauer komme und dass mir keiner entgegenkommt. Hier hätte ich ja noch ausweichen können. Aber jetzt nicht mehr. Also hier könnte ich wieder, aber mir kommt keiner entgegen. Und dann sind wir auch gleich schon wieder am Ende. So schnell geht das. So, und hier kann man eben zur 6295 umsteigen. Wenn es die ist, muss ich mal eben nachgucken. Aber müsste eigentlich 6295. No. Da kann man dann eben hier Richtung Deutschland fahren. Wer es möchte.
Per hier Loreto. Konečna zastavka. Prosím, vystupne. Warten Sie mal auf, wenn Sie fahren. Ja, das ist ja unglaublich. Gut, dass ihr jetzt alle aussteigt. Ich weiß, dass der Gang eingelegt ist. Ja, war zwar eine ziemlich unruhige Fahrt von den Fahrgästen her, aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.